Und wenn es richtig gut läuft, wenn sie die zweite Liga verfolgen, dann kann das ja tatsächlich was werden mit dem großen Wurf. So richtig vorbereitet ist man im Verein hier in Ingolstadt eigentlich noch gar nicht darauf. Aber man würde es sicherlich gerne mitnehmen. Na, dann hören wir mal zu. Auch das wurde heute geprobt. Die starke Zeit dieser Mannschaft auf europäischem Niveau in der U21 2006 und 2007, als sie den EM-Titel holen konnten. Sportdirektor und Präsident des DFB sind hier, so wie natürlich auch einige Scouts. Also ein würdiger Rahmen für diese Partie, die wie gesagt auch den ein oder anderen großen Namen parat hat. Und vielleicht auch in der Mannschaft von Horst Rubisch. Das haben ja einige verletzungsbedingt absagen müssen. Emre Can beispielsweise, auch Leno ist nicht dabei. Da eventuell auch eine Überraschung. Wir sehen gleich in der Aufstellung, dass zum Beispiel Süle Innenverteidigung spielt von Beginn an, dann Stark und Leitner. Stark, der ja hochgerückt ist als Kapitän der U19, seine Sache klasse gemacht hat. Und dann das Mittelfeld, die werden permanent die Positionen tauschen. Younes Meyer, der einen ganz starken Eindruck im Training machte, Bittencourt und vorne Philipp Hofmann, der zwar viele Chancen ausgelassen hat in dieser Saison, aber dennoch der torgefährlichste war mit 7 Treffern in 11 Spielen bisher. So, good game wünschen wir uns auch. Karim Rekik, der Kapitän, und Moritz Leitner, also das ist der Kapitän und das ist der Schiedsrichter aus Israel. Der erste übrigens, der aus seinem Heimatland eine Partie in der Champions League pfeifen konnte. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Aufstellung. Auch bei den Gästen aus den Niederlanden. Auf den Vierer sollten sie achten. Karim Rekik, der ist auch jetzt in die A-Nationalmannschaft berufen worden. Das hat er heute ganz frisch erfahren. Das heißt, er wird nicht durchspielen. Vielleicht eine Halbzeit wird dann ausgewechselt werden. Aber einer mit einer großen Erfahrung. Und auch vorne haben sie einige gefährliche Leute. Da haben wir den Kapitän mit der 4. Und da haben wir Meyer, der heute im Zentrum beginnt. Ganz in Weiß. Das ist quasi die erste Etappe jetzt in der Testphase Richtung Prag, Richtung Tschechien. Zum zweiten Spiel in 5 Tagen in Tschechien kommt, aber er soll seine Verletzung erstmal auskurieren. Wurde einige Male fit gespritzt bei in England, Liverpool. Zuletzt stark gespielt der ehemalige Leverkusener, der auch gesetzt ist für
Tschechien, Meyer. Ja, das war schade. Der Platz war da für Philipp Hofmann. Meyer, auffälligster Spieler bisher im Offensivbereich. Wir müssen mehr abschließen und jetzt schließen sie ab. Klasse gemacht. Einer der Lieblingsspieler von Ostrubesch. Und da sehen wir mal, was die zustande bringen da. Das geht so schnell im Zusammenspiel. Der Fehler von Ake. Und das hat Meyer stark gemacht. Balleroberung fällt auch nicht hin. Und dann ist der Platz da. Passt man eigentlich gut rüber. So, und jetzt kommt hier diese Kombination mit Bittencourt. Und dann nochmal mit Hofmann. Und das meine ich. Also der Hofmann, so stark sich wie er auch manchmal wirkt. Aber der schirmt den Ball halt gut ab. Steckt hier super durch. Und dann war das klasse gemacht von Armin Younis, der gegen die Ukraine leicht angeschlagen war, der nicht mitspielen konnte. Ein Spieler, den Horst Rubisch schon seit vielen, vielen Jahren verfolgt, fast ein väterliches Verhältnis zu ihm hat. Wirklich tollen Hotel. Die Niederländer übrigens, ich würde mal sagen, 200 Meter Luftlinie entfernt. Und direkt am deutschen Hotel hat man auch einen Trainingsplatz mit einem klasse Geläuf, direkt an einem Golfplatz. Also da war für alles gesorgt. Da sind die zu Fuß hingegangen aus dem Hotel. Die Niederländer haben noch zwei Tage in Amsterdam trainiert, haben sich am Montag getroffen. Haben nur dieses eine Spiel, das ist das letzte in diesem Jahr, gleichzeitig das erste in dieser Konstellation. Nächstes Jahr, März, Juni, dann weitere Gegner stehen noch nicht fest. Vincent Janssen haben wir da in der Mitte. Auch einer aus der niederländischen Eredivisie. Also die Top-Liga in den Niederlanden. Gassi. Deutsche Mannschaft lässt jetzt den Gegner ein bisschen viel spielen da. Eins, den man ganz gut erkennt an seiner leicht gebückten Laufhaltung. Keine Anspielstation, zu wenig Bewegung da im zentralen Mittelfeld. Das ist ja geplant, dass Rubisch wechselt und wechseln wird. Den einen oder anderen möchte er noch mal sehen, zum Beispiel Jean Zimmer, den er überraschend nominiert hat, den Lautra, der zuletzt einen richtig guten Eindruck machte. Auch für die Orban ist noch einer, der übrigens gar nicht auf dem Spielberichtsbogen steht, aber der natürlich nominiert ist, der zwei ganz starke Trainingstage hatte. Die Länder ziehen sich sehr weit zurück. Fast ein 4-5-1-System, nur Janssen bleibt vorne. Der Rest dann in zwei ganz massierten Ketten. Heinz. Oh, kann er sich doch mal gönnen! Klasse Tor! Klasse Tor! Wenn gar nichts geht, dann schießt man halt einfach mal. 2-0, 22. Minute. Heinz kann also auch Tore erzielen in der U21-Nationalmannschaft. Toller Typ ist das, der Lauterer, sehr bescheidener, in Neustadt an der Weinstraße geboren. Und da sehen wir es nochmal. Vollspannball springt auch vorher noch ein bisschen ab. Ja, das war ein ganz schöner Strahl. Torwart war in der Nähe, wenn wir hier vielleicht nochmal besser sehen. Ja, der ist schon schwer zu halten. Das war ein richtig gutes Fund. Ist auch einer, um den er sich sehr, sehr kümmert. Dominik Heinz, der eine gute Entwicklung gemacht hat. Deutsche Mannschaft dominiert die Partie. Müssen aber dennoch aufpassen, denn die Niederländer, wenn sie dann in der Vorwärtsbewegung den Ball haben, dann haben die durchaus ein paar richtig schnelle Leute. Julian Korb.
Nee. Das war wieder was, wo er sehr empfindlich reagiert. Rubel, schön gemacht. Also der ist, ich habe ja auf den hingewiesen, dieser Anwar El Ghazi. Sehr gefährlicher Spieler. Der Niederländer. Der auch schon Champions League Erfahrung gesammelt hat. Es gibt auch einige wie Rekik beispielsweise oder Vilena, der auf der Bank sitzt, und Bötzius, das ist der Elver, die auch schon mal reingeschnuppert haben bei einem Lehrgang der A-Nationalmannschaft. Gut gespielt von Meyer, dann Foul bitten kurz. Der Hannoveraner, ja, der einfach einen Tick zu spät kam. Dann gab es die Berührung so. Und das ist nochmal die Aktion. Ah, da war schon eine kleine Berührung unten. Bisschen verständlich. Sehr emotionaler Typ. Früher Sparta Rotterdam, dann Feyenoord, jetzt Ajax neu. Die halten große Stücke auf ihn. Der Mann mit der 7. Gut gemacht. So, jetzt müssen wir schneller gehen. Meyer, das ist einer, der richtig Tempo gehen kann. Korb kommt auch mit. Meyer, super Bewegung. Das ist einfach gut. Das ist ein so riesen Kicker. Der macht einfach nur Spaß. Was der auf engstem Raum macht. Der hat jetzt in den Trainingseinheiten schon permanent angedeutet, dass er ein ganz fester Bestandteil in dieser Mannschaft wird. Hier, das war von Younes. Sehr zweikampfstark da gegen Hartebeur. Und dann spielen sie schnell über Meyer. Denn der Pass hier nicht optimal gelingt, weil er ein bisschen holpert. Ja, war kein Abseits, alles okay. Und jetzt achten sie mal auf den Laufweg von Meyer. Wichtig auch, dass Korb noch dazu kommt. Der zieht nämlich dann Rekik weg. Und wie schnell und wendig der das macht. Das ist ein Träumchen. 4 Kontakte, dann der Schuss und bitte 3-0. Keine Chance für Van der Hart, der das gar nicht gesehen hat, wann Meyer abzieht. Der hat eine so überragende, schnelle Übersetzung. Zentral sich bewegen. Meyer. Jetzt wird es wieder verwirrend. Unglaublich, wenn die anlaufen. Gut von Hofmann, sehr gut gemacht. Der Pass muss ein bisschen direkter kommen. Schlussphase, erste Halbzeit. 3 Tore haben wir gesehen. 3-0 geht auch in Ordnung in dieser Höhe. Vor allen Dingen da diese quirligen Spieler um Max Meyer. Klares Foul von Bittenkurt, der erst zu Fall kam, aber dann den Fuß noch hochnimmt. Also das war zu viel für die Niederländer. Ja, da sehen wir, er kriegt erst auch einen Schlag und dann zieht er so ein bisschen das Bein hoch. Das ist nicht so gut. Was gut ist, dass eben die deutsche Mannschaft hier mit 3-0 führt. Ziehen sich viel zu sehr zurück. Klasse Tat von Ter Stegen. Bötzius mit dem Schuss, aber das war nicht gut verteidigt. Kein Zugriff im Mittelfeld. Das war im Prinzip so, wie sie selber gespielt haben. So haben sie die Niederländer spielen lassen. Das war eine super Parade von Ter Stegen, der diesen kleinen Schnitzer da vergessen lässt. Mali hat da einen mitbekommen von Van Overeem, der da auch jetzt eine Ermahnung bekommt. Das haben wir noch mal gut abgelegt. So, und Arnold kommt tatsächlich. Max Meyer, der nicht rausgeht, weil er schlecht gespielt hat. Ganz im Gegenteil,
da hat, glaube ich, Horst Rubisch auch in den Trainingseinheiten zuvor genügend gesehen. Sehr überzeugend, Meyer. Und jetzt Maximilian Arnold, wenn Sie so wollen, so eine Art Sorgenkind, derzeit auch bei Wolfsburg, starker De Bruyne dort, da hat er momentan keine Chance. Ja, wer will den Ball? Räume sind nicht gut besetzt. Gut gemacht von Arnold, jetzt müsste, ja, Leitner sieht das, die Seite wechseln, Zimmer kommt. Nochmal Zimmer, Hofmann ein bisschen lang. Gut gesehen und Geis kann auch mal abziehen. Ah, der war zu harmlos, der hat eigentlich einen wesentlich besseren Schuss, das war mehr eine Rückgabe für seine Verhältnisse, Johannes Geis. Der eigentlich mehr Tore machen kann. Das will auch Rubisch von ihm sehen, dass er eben mit nach vorne geht und Abschlüsse hat. Ja, und dann ist er mal drin. Boetius, dann ist es ein 3:1. Da war Ter Stegen ein bisschen überrascht. Ball flatterte vielleicht auch wie aus dem Nichts. Schauen wir noch mal hin. Nicht lange gefackelt. Gute Annahme. Optimal erwischt mit dem Spann. Oh, also da kann Ter Stegen rankommen. So gut er gehalten hat. Sind natürlich schwer die Bälle, die sich da senken. Aber da hat er sich auch ein bisschen verschätzt. Denn er hatte eigentlich die Höhe drauf. Das sehen wir hier. Aber der Schuss war dann halt relativ hart. Das heißt, er kriegt dann nicht genügend Druck auf die Hand. So, die deutsche Mannschaft wird reagieren. Da bin ich sicher. Die haben eine tolle Qualifikation hingelegt. 26 von 30 möglichen Punkten geholt, 37 Tore erzielt, Torfabrik, kann man sagen, insgesamt in dieser EM-Quali. Tschechien habe ich schon gesagt, naja, und Serbien muss man sehen, die haben für das Aus von Spanien gesorgt mit diesem 2:1, das war natürlich eine Sensation, aber ob die das dann auch in so einem Turnier bringen können, das muss man sehen. Auch eine körperliche Mannschaft, die werden kratzen und beißen, hat Horst Rubisch heute noch erzählt, aber darauf ist man auch eingestellt. So, gibt keinen Grund, jetzt nicht gleich exakt abzupfeifen. Das wird er auch machen. Genauso ist es. Am Ende ist es ein 3:1, das verdient ist aus Sicht der deutschen Mannschaft. Sie haben noch ein paar Chancen liegen lassen. Pfosten war zum Beispiel dabei. Auch ein, zwei klare Anschlusschancen. In der zweiten Hälfte haben sie teilweise defensiv vor allen Dingen ein bisschen die Ordnung verloren. Das wird Rubisch sicherlich nicht gefallen. Da wird nachgearbeitet. Na, Ter Stegen war so ein bisschen mitbeteiligt vielleicht am Gegentreffer, hat aber zwei, drei richtig gute Szenen gehabt. So, und jetzt die beiden Coaches. Da Bayern Ander, niederländische Trainer, der auch in großen Vereinen Nachwuchskoordinator war. Auch er wird anerkennen, diese deutsche Mannschaft ist wirklich stark und gewinnt zu Recht mit 3:1. Hier in und da sehen wir es nochmal. Vollspannball springt auch vorher noch ein bisschen ab. Ja. Das war ein ganz schöner Strahl. Torwart war in der Nähe, wenn wir hier vielleicht noch mal besser sehen. Ja, der ist schon schwer zu halten. Das war ein richtig gutes Fund. Ist auch einer, um den er sich sehr, sehr kümmert. Dominik Heinz, der eine gute Entwicklung gemacht hat. Deutsche Mannschaft dominiert die Partie. Müssen aber dennoch aufpassen, denn die Niederländer, wenn sie dann in der Vorwärtsbewegung den Ball haben, dann haben die durchaus ein paar richtig schnelle Leute. Julian Korb. Nee. Das war wieder was, wo er sehr empfindlich reagiert. Rubisch, schön gemacht. Also der ist, ich habe ja auf den hingewiesen, dieser Anwar El Ghazi. Sehr gefährlicher Spieler. Der Niederländer. Der auch schon Champions League-Erfahrung gesammelt hat. Es gibt auch einige wie Rekik beispielsweise oder Vilena, der auf der Bank sitzt. Und Boetius, das ist der Elfer.
die auch schon mal reingeschnuppert haben bei einem Lehrgang der A-Nationalmannschaft. Gut gespielt von Meyer, dann Foul bitten kurz. Der Hannoveraner, ja, der einfach einen Tick zu spät kam. Dann gab es die Berührung so. Und das ist nochmal die Aktion. Ja, da war schon eine kleine Berührung unten. Bisschen verständlich. Sehr emotionaler Typ. Früher Sparta, Rotterdam, dann Feyenoord, jetzt Ajax neu. Die halten große Stücke auf ihn. Der Mann mit der 7. Gut gemacht. So, jetzt müssen wir schneller gehen. Meyer, das ist einer, der richtig Tempo gehen kann. Korb kommt auch mit. Meyer, super Bewegung, das ist einfach gut. Das ist ein so Riesenkicker. Der macht einfach nur Spaß. Was der auf engstem Raum macht. Der hat jetzt in den Trainingseinheiten schon permanent angedeutet, dass er ein ganz fester Bestandteil in dieser Mannschaft wird. Und wenn es richtig gut läuft, wenn sie die zweite Liga verfolgen, dann kann das ja tatsächlich was werden mit dem großen Wurf. So richtig vorbereitet ist man im Verein hier in Ingolstadt eigentlich noch gar nicht darauf. Aber man würde es sicherlich gerne mitnehmen. Na, dann hören wir mal zu. Auch das wurde heute geprobt. Starke Zeit dieser Mannschaft auf europäischem Niveau in der U21 2006 und 2007, als sie den EM-Titel holen konnten. Sportdirektor und Präsident des DFB sind hier, so wie natürlich auch einige Scouts. Also ein würdiger Rahmen für diese Partie, die wie gesagt auch den ein oder anderen großen Namen parat hat. Und vielleicht auch in der Mannschaft von Horst Rubisch. Das haben ja einige verletzungsbedingt absagen müssen. Emre Can beispielsweise, auch Leno ist nicht dabei. Da eventuell auch eine Überraschung.
Wir sehen gleich in der Aufstellung, dass zum Beispiel Süle Innenverteidigung spielt von Beginn an, dann Stark und Leitner. Stark, der ja hochgerückt ist als Kapitän der U19, seine Sache klasse gemacht hat. Und dann das Mittelfeld, die werden permanent die Positionen tauschen. Younes Meyer, der einen ganz starken Eindruck im Training machte, Bittencourt und vorne Philipp Hofmann, der zwar viele Chancen ausgelassen hat in dieser Saison, aber dennoch der torgefährlichste war mit 7 Treffern in 11 Spielen bisher. So, good game wünschen wir uns auch. Karim Rekik, der Kapitän, und Moritz Leitner, also das ist der Kapitän und das ist der Schiedsrichter aus Israel. Der erste übrigens, der aus seinem Heimatland eine Partie in der Champions League pfeifen konnte. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Aufstellung, auch bei den Gästen aus den Niederlanden. Auf den Vierer sollten sie achten, Karim Rekik. Der ist auch jetzt in die A-Nationalmannschaft berufen worden. Das hat er heute ganz frisch erfahren. Das heißt, er wird nicht durchspielen. Vielleicht eine Halbzeit wird dann ausgewechselt werden. Aber einer mit einer großen Erfahrung. Und auch vorne haben sie einige gefährliche Leute. Da haben wir den Kapitän mit der 4. Und da haben wir Meyer, der heute im Zentrum beginnt. Ganz in Weiß. Das ist quasi die erste Etappe jetzt in der Testphase Richtung Prag, Richtung Tschechien. Zum zweiten Spiel in 5 Tagen in Tschechien kommt, aber er soll seine Verletzung erstmal auskurieren. Wurde einige Male fit gespritzt bei in England, Liverpool. Zuletzt Stark gespielt, der ehemalige Leverkusener, der auch gesetzt ist für Tschechien. Meyer. Ja, das war schade. Der Platz war da für Philipp Hofmann. Meyer, auffälligster Spieler bisher im Offensivbereich. Wir müssen mehr abschließen und jetzt schließen sie ab. Klasse gemacht. Einer der Lieblingsspieler von Horst Rubesch. Und da sehen wir mal, was die zustande bringen da. Das geht so schnell im Zusammenspiel. Der Fehler von Ake. Und das hat Meyer stark gemacht. Balleroberung fällt auch nicht hin und dann ist der Platz da. Passt man eigentlich gut rüber. So, und jetzt kommt hier diese Kombination mit Bittencourt und dann nochmal mit Hofmann. Und das meine ich. Also der Hofmann, so stark sich wie er auch manchmal wirkt, aber der schirmt den Ball halt gut ab, steckt hier super durch. Und dann war das klasse gemacht von Armin Younes, der gegen die Ukraine leicht angeschlagen war, der nicht mitspielen konnte. Ein Spieler, den Horst Rubesch schon seit vielen, vielen Jahren verfolgt, fast ein väterliches Verhältnis zu ihm hat. Wirklich tollen Hotel. Die Niederländer übrigens, ich würde mal sagen, 200 Meter Luftlinie entfernt. Und direkt am deutschen Hotel hat man auch einen Trainingsplatz mit einem klasse Geläuf, direkt an einem Golfplatz. Also da war für alles gesorgt. Da sind die zu Fuß hingegangen aus dem Hotel. Die Niederländer haben noch 2 Tage in Amsterdam trainiert, haben sich am Montag getroffen. Haben nur dieses eine Spiel, das ist das letzte in diesem Jahr, gleichzeitig das erste in dieser Konstellation. Nächstes Jahr, März, Juni, dann weitere Gegner stehen noch nicht fest. Vincent Janssen haben wir da in der Mitte. Auch einer aus der niederländischen Eredivisie. Also die Top-Liga in den Niederlanden. Gassi. Deutsche Mannschaft lässt jetzt den Gegner ein bisschen viel spielen da. Eins, den man ganz gut erkennt an seiner leicht gebückten Laufhaltung. Keine Anspielstation, zu wenig Bewegung da im zentralen Mittelfeld. Das ist ja geplant, dass Rubesch wechselt und wechseln wird. Den einen oder anderen möchte er noch mal sehen, zum Beispiel Jean Zimmer, den er überraschend nominiert hat, den Lautra, der zuletzt einen richtig guten Eindruck machte. Auch für die Orban ist noch einer, der übrigens gar nicht auf dem Spielberichtsbogen steht, aber der natürlich
nominiert ist, der zwei ganz starke Trainingstage hatte. Die Länder ziehen sich sehr weit zurück. Fast ein 4-5-1-System. Nur Jansen bleibt vorne. Der Rest dann in zwei ganz massierten Ketten. Heinz. Oh, kann er sich doch mal gönnen! Klasse Tor! Klasse Tor! Wenn gar nichts geht, dann schießt man halt einfach mal. 2-0, 22. Minute. Heinz kann also auch Tore erzielen in der U21-Nationalmannschaft. Toller Typ ist das, der Lauterer, sehr bescheidener. In Neustadt an der Weinstraße geboren. Hier, das war von Younes. Sehr zweikampfstark da gegen Hartebeur. Und dann spielen sie schnell über Meyer. Denn der Pass hier nicht optimal gelingt, weil er ein bisschen holpert. Ja, war kein Abseits, alles okay. Und jetzt achten Sie mal auf den Laufweg von Meyer. Wichtig auch, dass Korb noch dazu kommt. Der zieht nämlich dann Rekik weg. Und wie schnell und wendig der das macht, das ist ein Träumchen. Vier Kontakte, dann der Schuss und bitte 3-0. Keine Chance für Van der Hart, der das gar nicht gesehen hat, wann Meyer abzieht. Der hat eine so überragende, schnelle Übersetzung. Zentral sich bewegen. Meyer. Jetzt wird es wieder verwirrend. Unglaublich, wenn die anlaufen. Gut von Hofmann, sehr gut gemacht. Der Pass muss ein bisschen direkter kommen. Schlussphase, erste Halbzeit. Drei Tore haben wir gesehen. 3-0 geht auch in Ordnung in dieser Höhe. Vor allen Dingen da diese quirligen Spieler um Max Meyer. Klares Foul von Bittencourt, der erst zu Fall kam, aber dann den Fuß noch hochnimmt. Also das war zu viel für die Niederländer. Ja, da sehen wir, er kriegt erst auch einen Schlag und dann zieht er so ein bisschen das Bein hoch. Das ist nicht so gut. Was gut ist, dass eben die deutsche Mannschaft hier mit 3-0 führt. Ziehen sich viel zu sehr zurück. Klasse Tat von Ter Stegen. Boetius mit dem Schuss, aber das war nicht gut verteidigt. Kein Zugriff im Mittelfeld. Das war im Prinzip so, wie sie selber gespielt haben. So haben sie die Niederländer spielen lassen. Das war eine super Parade von Ter Stegen, der diesen kleinen Schnitzer da vergessen lässt. Mali hat da einen mitbekommen von Van Overheem, der da auch jetzt eine Ermahnung bekommt. Das haben wir nochmal gut abgelegt. So, und Arnold kommt tatsächlich. Max Meyer, der nicht rausgeht, weil er schlecht gespielt hat. Ganz im Gegenteil. Da hat, glaube ich, Horst Rubisch auch in den Trainingseinheiten zuvor genügend gesehen. Sehr überzeugend, Meyer. Und jetzt Maximilian Arnold, wenn Sie so wollen, so eine Art Sorgenkind, derzeit auch bei Wolfsburg, starker